Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 9, erste Lesung, Gesetzentwurf für Landesregierung, Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2012/18/EU und so weiter und so fort. 2010/57. Das Wort hat die Ministerin. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete! Der Bund kann die sogenannten Seveso-Richtlinien nicht in allen Belangen selbst umsetzen. Dafür braucht es Landesregelungen, für die wir jetzt das Gesetz schaffen. Da geht es vor allen Dingen um Betriebsbereiche nicht gewerblicher Art, z. B. bei Hochschulen. Selbst wenn es solche Betriebsteile noch nicht gibt, müssen wir präventiv tätig werden mit einer gesetzlichen Grundlage. Ich freue mich auf die Beratung im Ausschuss. Vielen Dank, Frau Ministerin. Das war sehr gut. Das war die Einbringung. Erste Lesung. Es gibt keine. Es war doch in Ordnung. Es ist doch in Ordnung, wenn es in Ordnung ist. Also, es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Dann überweisen wir den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Fachausschuss.